Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Der Bücherwoche, ja, nach Weihnachten, vor Silvester und ja, Weihnachten ist ja gefühlt mit den Feiertagen auch schon wieder vorbei. Und ja, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Bei mir ist es jetzt noch vor Weihnachten. Ich drehe dieses Video direkt jetzt heute am 24., damit ich es dann an den Feiertagen oder am Freitag schneiden kann und dass ihr am Samstag etwas Schönes zu sehen habt, nämlich dieses Video. Ja, deswegen ist natürlich noch ein bisschen Weihnachtsstimmung. Bei uns ist die Weihnachtsdeko ja sowieso in der Regel bis zum 5., 6. Januar. Von daher findet sich im Hintergrund dann natürlich auch noch ein bisschen Weihnachten. Nächste Woche wird es zwei Rückblicke geben. Zum einen den Serienfilmrückblick 2019 am 31. und am 2. Januar dann den Bücherrückblick. Zumindest, ich sag mal so ein bisschen Statistik, ja, mit der ich mich ja dann ganz gerne mal beschäftige. Natürlich so auch den buchigen Events des Jahres und dann eben auch ja, den Flops. Da gab es nämlich auch so ein paar. Highlights habe ich euch ja im Adventskalender vorgestellt und ich freue mich wirklich sehr, wie positiv der von euch aufgenommen wurde, wie ja, überrascht ihr euch auch einfach habt lassen, weil natürlich im Cover auch nicht, im Thumbnail oder im Titel nicht erkennbar war, um welches Buch es geht. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Man muss es ja einfach im Grunde immer als Einzelrätsel betrachten und natürlich wenn ihr wusstet, meine Ankündigung gesehen habt, wusstet ihr, es ist ein Highlight-Kalender, von daher wusstet ihr, auf was ihr euch einlasst, wenn ihr draufklickt. Manch anderer, es ist natürlich immer bei einem Adventskalender so, ja, mag das halt nicht, wenn jeden Tag irgendwie so ein Video kommt. Ich selbst hatte unfassbar viel Spaß, das habe ich euch in dem Video am 24. dann auch schon erzählt. Mir hat es wirklich viel Spaß gemacht, mich mit meinen Highlights zu beschäftigen, abzuwägen, welches der, ich weiß nicht, vielleicht 30, 32 Highlights hat es dann im Grunde in die 23 Türchen geschafft. Beziehungsweise ich habe ja bei dem einen oder anderen auch geschummelt, in dem dann zwei, drei Bücher drin war, zum Beispiel bei der lieben Jackie. Und ich ja, hatte sehr viel Spaß damit und ich liebe meinen Hintergrund und ich freue mich, dass er jetzt nochmal einen Satz finden wird für den Rückblick, für die ja, Serien und für die Bücher. Da werde ich ihn auf jeden Fall nochmal hinhängen und ja, ich glaube auch, dass er dann im nächsten Jahr nochmal aufleben wird. Also ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne Vorweihnachtszeit, genießt vielleicht jetzt auch die freien Tage zwischen den Jahren und ja, jetzt widmen wir uns einfach mal den Büchern der Woche. Tatsächlich war die Woche buchtechnisch gar nicht so viel, einfach weil in der Vorweihnachtswoche doch ein bisschen was Weihnachtliches auch anstand, muss man ganz klar sagen. Und ich eine Serie weggesuchtet habe, von der ihr schon am Dienstag, glaube ich, ja Dienstag das Video online gestellt, erzählt habe, nämlich The Witcher. Aber dazu komme ich später auch noch ganz, ganz kurz. Ja, ich durfte in dieser Woche Neverending Story von der lieben Jackie Fellgut testlesen. Der dritte Teil der Reihe ist nun zumindest zum Testlesen da, wird, denke ich, dann auch im Januar erscheinen. Und das war mein Buch der Woche. Dann wieder etwas Weihnachtliches, Zimtgebäck und Winterküsse von Colleen Wright. Ja, ein Buch, was ich ja mir ja, herausgesucht habe, was auch eine Neuerscheinung aus diesem Jahr ist und ich mich auch damit in Weihnachtsstimmung bringen wollte. Und dann, habt ihr auch schon gesehen, mein Hörgenuss des Monats, auch wirklich mein Hörbuch-Highlight sozusagen im Dezember, ist The One von John Mars. Und ja, mehr ist es tatsächlich gar nicht. Ja, ich bin auch so gefühlt ein bisschen enttäuscht von der Woche, aber ich bin irgendwie nicht so extrem zum Lesen gekommen, wie ich es gerne wollte. Ich wollte dann eigentlich auch gleich den zweiten Teil von der Hexersaga lesen, aber es kam dann einfach die Serie dazwischen. Es ist keine gute Ausrede, aber es ist eine, oder? Würde ich zumindest sagen. Ja, alle Infos zu den Büchern findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr weitere Informationen zu den Büchern wollt. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach ganz kurz an, über Neverending Story zu sprechen von der lieben Jackie Fellgut. Es ist der dritte Teil der New York Love Stories. Wir hatten hier ja bereits Home Sweet Home und Dance With Me. Zwei Bücher, die auch in diesem Jahr erschienen sind, die in New York spielen und wir haben hier ein Haus, das Nettie gehört und wir erleben alle drei Geschichten aus den Perspektiven ihrer jeweiligen Enkel. Wir hatten im ersten Teil Luke, wir hatten im zweiten Teil Ben und im dritten Teil treffen wir jetzt auf Jane, die zusammen mit einem Engländer eine Art Schnitzeljagd durch New York macht und jemanden sucht,
der etwas hat, was abgegeben werden soll, darf, kann, muss, wie auch immer ich es ausdrücken möchte. Und ja, es ist der abschließende Band der Reihe. Home Sweet Home wird ein neues Cover bekommen. Das hat mir Jackie schon so ein bisschen zugeflüstert. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Einfach, dass es sich dann in die Reihe der Cover so ein bisschen einfügt, die mir wirklich unglaublich gut gefallen. Also mir hat schon Dance With Me sehr, sehr gut gefallen. Mir gefällt jetzt Never Ending Story. Und ich bin auch schon dann sehr gespannt, wie Home Sweet Home aussehen wird. Und ja, wir sind in New York unterwegs. Und ich finde, da hat Jackie einfach so ihr Stecken Pferd, denn da war sie ja auch schon einige Male, hat auch, ja, ich glaube, im letzten Jahr Recherche dazu gemacht. Und man merkt einfach, wenn man mit ihr durch New York läuft, dass ja, sie hier voller ja, Leidenschaft ist, voller Begeisterung, dass sie die Dinge sehr bewusst wahrnimmt und auch weiß, wie sie sie beschreibt. Zudem haben wir mit Jane einen Charakter, den wir schon kennen, aber dem wir noch nicht so nahe gekommen sind und die uns an mancher Stelle doch ganz schön überraschen kann, samt ihres englischen Begleiters, dem lieben Matt, der natürlich so seinen englischen Humor ein bisschen mitbringt und ja, so manches Geheimnis und man dann überhaupt merkt, ja, wem kann man eigentlich glauben und vertrauen und ja, was so alles passieren kann. Ich möchte gar nicht zu viel verraten. Mehr Informationen wird es dann in der Bücherwoche geben, wenn das Buch von der lieben Jackie erscheint. Also haltet da die Augen und Ohren offen, sowohl auf den Kanälen von Jackie, gerade auf Instagram wird sie da auf jeden Fall dann was posten. Ich packe auch ihren Instagram-Kanal mal unten in die Infobox und ja, spätestens zum Book-Release findet ihr das dann auch auf meinem Instagram und dann natürlich auch in der Bücherwoche. Und da werde ich dann auf jeden Fall ein bisschen mehr erzählen. Weil, ja, ich finde es jetzt blöd, so ein bisschen dann auch noch was aus dem Testlesen zu erzählen, wenn das Buch halt noch ein bisschen braucht. Und ja, ich möchte ja dann die Rezension auch nicht zu vorgreifen. Aber ihr könnt euch da auf jeden Fall auf ein weiteres wunderbares Buch aus New York freuen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ja, ein bisschen weihnachtlich wurde es dann mit Zimtgebäck und Winterküsse von Colleen Wright. Mich hat das Cover einfach sehr, sehr angesprochen und ich wollte auch in Weihnachtsstimmung weiter bleiben und ja, tiefer kommen. Ich sag das einfach mal so. Und ich hatte ja dieses Jahr noch nicht ganz so Glück mit meinen Weihnachts-Wintergeschichten. Hier muss ich aber sagen, wurde es definitiv endlich ein bisschen besser. Wir haben hier eine kleine Pension, Evergreen Inn, die ist mitten in den Bergen in den USA. Und ja, die hat so ein bisschen das Problem, dass sie gerade zu viele Gäste aufgenommen hat, denn es zieht ein Schneesturm auf und die einen Leute können nicht abreißen, dafür sind die neuen Gäste schon da und irgendwie wird das gerade ein bisschen voll. Wir treffen auf Jean und Tim, die ja eben mit Hilfe von Freunden und Familie und auch ja hier einfach ihre Leidenschaft ausleben, alle Liebe in ihre Pension stecken, die wirklich mit sehr viel Motivation und ja auch diesem gewissen Gefühl, was die Menschen brauchen, hier dran sitzen und sich hier wirklich bemühen, etwas Wunderbares zu schaffen. Ja, der starke Schneesturm überrascht die Gäste und auch die Pensionsinhaber und ja, gerade die Gäste sind da ja sehr, sehr unterschiedlich gestrickt und ja, wenn natürlich unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, gibt es da den ein oder anderen Reibungspunkt. Wir treffen auf eine Schriftstellerin, die ja, sich mit einem fremden Mann und dessen zwei Töchter ein Zimmer teilen muss, einfach aus dem Grund, dass das Hotel, die Pension eben voll ist. Sie selbst steckt so ein bisschen in einer Schreibflaute, ja, ist überhaupt so ein bisschen und auch er muss so ein bisschen ja, mit seinen Mädels einfach die neue Situation sich erstmal daran gewöhnen und ja, das versucht er da so ein bisschen auch in der Pension zu tun. Es passieren gerade vor Weihnachten noch so einige Dinge, die die Gäste und auch die Inhaber durcheinander bringt, die für Irrungen und Wirrungen sorgt und ja, die richtig schön zu lesen waren. Ich gehe nicht so konkret auf die einzelnen Geschichten ein, weil dieses Buch anders ist, als ich es erwartet habe. Also man sieht ja auf dem Cover auch so ein verliebtes Pärchen und man denkt irgendwie, okay, vielleicht sind das jetzt die Inhaber oder wer findet sich da und welche Irrung und Wirrung führt dazu, dass wir ein Liebespaar haben. Es geht hier aber gar nicht primär um eine Geschichte oder ja, es geht eigentlich um die Pension. Und es geht um den Schneesturm. Und wir haben hier eine Art Episodenerzählung.
die eben verschiedene Perspektiven erzählt, verschiedene Episoden auch erzählt, die manchmal ineinander übergreifen, manchmal aber auch für sich alleine stehen. Und das hatte ich gar nicht erwartet. Ich hatte tatsächlich schon eine zusammenhängende Geschichte, einen zusammenhängenden Roman erwartet, habe hier jetzt eine Art Kurzgeschichtensammlung, eine Episodengeschichte bekommen. Und es hat so ein bisschen was von einem modernen Märchen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was mich auch in Stimmung gebracht hat. Also während des Lesens und wenn überall so ein bisschen Kerzen an sind und Lichter an sind, habe ich definitiv gemerkt, ja, dieses Buch kann mir in mir so diese Weihnachtsstimmung wecken und noch ein bisschen mehr zum Strahlen bringen, als mich das Weihnachten sowieso schon tut. Es ist auch wunderbar erzählt, wie diese Winterlandschaft in Vermont ist, um diese Pension ist, wie im Grunde gefühlt auch wirklich der Schnee riecht, den ich jetzt persönlich ja nicht brauche, aber man hat so gleich dieses winterliche, gemütliche, dieses Einkuscheln und man genießt seinen Tee gefühlt dann einfach noch ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen vom Schreibstil her. Viele Themen werden in dem Buch auch besprochen, wie zum Beispiel, ja, wenn jemand eine Hochzeit platzen lässt, Existenzängste, das Auseinanderleben in Beziehungen. Es wird da wirklich sehr viel so angegangen, es wird sehr viel erzählt, es ist sehr tiefgründig, es ist emotional, es ist gefühlvoll. Es hat aber trotzdem so ein bisschen diesen Blick von außen, den ich sehr gelungen fand und man ist trotzdem dabei, aber nicht zu nah da drin, sondern dass man es durchaus so ein bisschen als Beobachter wahrnehmen kann, was mir von der Idee und vom Stil sehr, sehr gut gefallen hat. Die Charaktere sind sehr liebevoll und auch tiefgründig gestaltet. Es sind nicht nur irgendwelche Randcharaktere, sondern man lernt sie alle wirklich gut kennen. Man hat wirklich zu jedem ein Bild vor Augen, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, die auch kennenzulernen, die ja im Grunde mit ihnen durch diesen Schneesturm zu gehen. Und man bekommt eben einfach das Gefühl, dass man mitten dabei ist und dass man diese Charaktere kennt und dass man auch die Gefühle, die da untereinander aufkommen, dass einem die gar nicht so fremd sind, sondern sehr bekannt sind. Es ist ein wunderbar gelungenes Wohlfühlbuch, was sehr modern ist, sehr flüssig erzählt ist, was durch die Episoden auch sehr kurzweilig ist, was wirklich Weihnachtsstimmung erzeugen kann und auch also so ein Wintergefühl einfach hat. Es ist so wirklich ein wohlfühliges Buch, was ich glaube für mich auch noch ein bisschen besser funktioniert hätte, wenn ich es gehört hätte, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob es das Buch als Hörbuch gibt, aber für mich funktionieren diese Wohlfühlbücher ja tatsächlich eher, wenn ich mich dabei auch entspannen kann und einfach nur hören kann und nicht, ich sage jetzt mal, aktiv lesen muss, wobei muss ist jetzt wieder so, ne? Aber ja, an mancher Stelle war ich mit den Episoden vielleicht ein bisschen überfordert, weil es manchmal doch sehr schnell erzählt wurde, weil der Wechsel auch manchmal sehr unverhofft kam. Aber es war alles in allem wirklich ein schönes Wohlfühlbuch, was sehr gut zur Weihnachts-Winterzeit gepasst hat und was ich jetzt aus meinen gelesenen Büchern dazu in diesem Jahr auch wirklich empfehlen kann. Mein aktuelles Buch, was ja auch noch ein bisschen weihnachtlich gestimmt ist, geht gerade in eine ähnliche Richtung. Ich bin sehr froh darüber, dass ich es jetzt doch noch so kurz vor Weihnachten dann angefangen habe. Das seht ihr aber dann natürlich erst in der nächsten Bücherwoche, wo wir dann ja schon im neuen Jahr sind. Faszinierend. Tatsächlich, nächstes Jahr ist schon Januar. Also nächste Woche ist schon Januar. Ja, entschuldigt. Das hat mich kurz verwirrt. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, das letzte Buch dann der Woche ist, der Hörgenuss des Monats ist The One von John Mars. Ein Buch, das mich unfassbar überrascht hat, dass indem ich etwas ganz anderes erwartet habe, wo ich dann auch bekommen habe und ich hätte nicht erwartet, dass es mich so begeistern wird und dass es wirklich auch mein Hörgenuss des Monats wird. Ich werde jetzt auch gar nicht so viel zu diesem Buch erzählen, denn ich habe euch dazu lang und ausführlich vorgeschwärmt in meinem Hörgenuss, den ihr auch unten in der Infobox findet und sollte ich es technisch irgendwie hinbekommen, gibt ja hier auch irgendwo diese Verlinkung, aber da bin ich tatsächlich technisch irgendwie überfordert mit diesen neuen YouTube-Aufmachungen, die man da irgendwie hat, aber ihr findet auf jeden Fall den Hörgenuss des Monats unten in der Infobox. Ja, ich habe hier bei diesem wunderbaren Cover eine Science-Fiction-Geschichte erwartet, die sich darum dreht, dass Menschen sich über einen DNA-Test finden. Ich hatte so Irrungen und Wirrungen erwartet von Paaren, die sich dadurch finden, wo es klappt, wo es nicht klappt, wo dieser DNA-Test in Frage gestellt wird. Ich hatte die Vermutung, dass wir eben auch Menschen treffen, die nicht ihr perfektes Match sind, aber
beweisen wollen, dass es so ist. Und natürlich vielleicht auch die ein oder andere Trennungsgeschichte, weil man nicht der Match ist. Ja, hatte ich erwartet und habe etwas ganz anderes bekommen. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe das Buch gehört. Ich habe das Hörbuch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Es wird gesprochen von Charles Rettinghaus, der mich sehr überzeugt hat. Das kann ich direkt schon mal zu Beginn hier auch sagen. Der mir von der Hörprobe schon sehr gut gefallen hat. Und ich ja sehr oft, wenn ich überlege, welches Buch wähle ich irgendwie als Hörbuch auf in der Anschaffung, wo ich ja durchaus mal ja, ins Hörbuch reinhöre, in die Hörprobe und ja dann im Grunde mich danach auch entscheide. Mir hat das Cover unfassbar gut gefallen, viel, viel besser als das Originalcover, hat mich das wirklich sehr, sehr angesprochen und eben auch diese Science-Fiction-Idee. Ich bekam aber nicht nur Science-Fiction, nein, ich bekam einen Thriller. Ich bekam unterschiedlichste Perspektiven von Leuten, die ein perfektes Match sind, von Menschen, die keins sind, dann herausfinden, dass es da irgendwo der perfekte Mensch ist, von der Erfinderin dieser App, dieses Match Your DNA. Und das fand ich total grandios, war, wir haben auch einen Serienmörder. Die Idee, dass die DNA dafür verantwortlich ist, wie man zusammenpasst, fand ich sehr, sehr spannend, fand ich sehr interessant. Bei all den Dingen, die ja irgendwie dazu hergenommen wird, ob man zusammenpasst, sei es irgendwie das Alter, das Sternzeichen, die Augenfarbe, die Hobbys, keine Ahnung, der IQ, ich weiß nicht, welche Möglichkeiten es auf dem Single-Markt gibt. So fand ich eben auch sehr spannend diesen Match per DNA. Und man fragt sich da sehr schnell sehr viele Dinge selbst. Ob man das irgendwie gut findet, würde man es machen, wie würde man mit dem Ergebnis umgehen. Diese Dinge stellt man sich durchaus und die nehmen mich tatsächlich auch heute noch so ein bisschen nach dem Hören Leuten, die in mir weiter und da mache ich mir weiterhin auch Gedanken. Und bei all diese Ideen des perfekten Matches per DNA kommt natürlich auch die Frage auf, nach unserem Serienmörder, nach dem Thrill, nach dem Grund dahinter, nach der Überlegung, wie kann das überhaupt funktionieren? Und gerade diese spannenden Fragen, die da aufkommen, die Perspektiven auch erleben, die Charaktere, die fand ich unfassbar spannend. Jede Perspektive für sich war spannend, hat mit einem Cliffhanger jedes Mal geendet und man musste dann natürlich 2-3 Kapitel warten, bis die Perspektive eben einfach wieder dran war, um die Geschichte zu erzählen. Und das alles ist spannend, innovativ, unterhaltsam, atmosphärisch, tiefgründig und hat mich wirklich mitgerissen. Ich hätte es gar nicht so erwartet, dass es mich so wegflasht. Und umso mehr hat es mich tatsächlich auch einfach in den Bann gezogen. Faszinierend, was sich John Mars hier hat ausgedacht, was er erschaffen hat, wie er die Perspektiven für sich so hat auch leben lassen und hat mir unfassbar gut gefallen. Und ich mochte auch einfach die Fragen, die dieses Buch so ein bisschen aufruft. Also wirklich, wenn man ein Paar hat, das sich liebt, das sich aber ohne diesen Perfect Match kennenlernen, die wollen heiraten, machen diesen Test in der Hoffnung, dass sie dieser Match sind. Wie sieht das ihre Umgebung, wenn sie es nicht sind? Lösen sich da Verlobungen, Freundschaften, Lieben auf? Was passiert, wenn der perfekte Match aber, also vielleicht gar nicht der Vorstellung entspricht, aber eben einfach gesagt wird, dass die DNA passt? Was passiert, wenn das ein Schläger ist, wenn das ein brutaler Mann ist, wenn das, keine Ahnung, ein Verbrecher ist? Wie geht man damit um? Was passiert mit der Gesellschaft, wenn diese Dinge auf einmal wichtig sind, wenn es nur noch darauf ankommt, dass man matcht? Und ja, unfassbar spannend, sehr tiefgründig, Wahnsinn auch mit dem Perspektivwechseln, hat mich mega überzeugt. Und ich mochte tatsächlich auch die etwas derbere Ausdrucksweise an mancher Stelle. Und es gab 1-2 Längen, immer mal so eine halbe Stunde, wo man sich dachte, da passiert gerade nicht viel. Aber im Nachgang muss ich sagen, dass es die gebraucht hat, dass man eben auch mal so ein bisschen durchatmen kann. Und es hat wirklich Wendungen, die ich nicht habe kommen sehen, die ich nicht erwartet habe, die auch so Untiefen des menschlichen Bösseins übermitteln und die ich wirklich erschaudernd fand. Und mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Nicht umsonst ist es dann auch der Hörgenuss des Monats geworden. Und schaut euch gerne das Video an, wenn ihr da ein bisschen eine ausführlichere Info von mir wollt, eine ausführliche Rezi. Und schaut euch natürlich auch die Mädels einfach nochmal an vom Hörgenuss, die auch ganz wunderbare Videos hochladen.
Ja, das war so buchtechnisch. Jetzt könnte man sagen, irgendwie nur 3 Bücher oder ist ein bisschen wenig. Nein, finde ich überhaupt nicht. Denn es war ja auch noch eine vorweihnachtliche Woche, wo es natürlich die ein oder andere weihnachtliche Veranstaltung gab. Und es kam The Witcher. Ja, es ist meine Ausrede für diese Woche, dass ich am Wochenende gefühlt gar nichts gelesen habe, außer ein bisschen Hörbuch und auch einfach nur das Hörbuch, weil ich ja damit fertig werden wollte, weil mich das auch sehr gepackt und gefesselt hat. Aber ich habe The Witcher auf Netflix geschaut und ich bin so begeistert, dass ich direkt dazu ja auch ein Video gedreht habe, was ihr am Dienstag gesehen habt. Das versuche ich euch auch mal zu verlinken, in dem ich sehr schwärmerisch unterwegs bin. Und ja, es ist eine Fantasy-Welt, die sich für mich aufmacht, die ich liebe, wo ich froh bin, dass ich sie für mich entdeckt habe, dass ich ihr die Chance gab, mich auch zu entdecken, mich zu begeistern. Und ich bin absoluter Fan. Also ich bin wirklich hin und weg von The Witcher. Ich überlege tatsächlich, ob ich die nicht direkt nochmal rewatche. Und habe mich dann aber dazu entschlossen, doch lieber mit den Büchern weiterzumachen. Ich habe ja den 2. Band, Das Schwert der Vorsehung, schon angefangen. Wird jetzt in dieser Woche auf jeden Fall weitergelesen. Wahrscheinlich seht ihr es dann in der nächsten Bücherwoche. Und für mich geht das auf jeden Fall in die Buchtiefen jetzt weiter. Ich will diese Welt entdecken, ich will sie bereisen, ich will sie erkunden, ich will die Charaktere kennenlernen. Ich bin verliebt in Geralt von Riva. Ich finde diesen Mann unfassbar faszinierend mit all den Dingen, die er mit sich herumträgt, mit dem Zweifel, mit dem Mut, mit der Kraft, mit dieser besonderen Magie, die durch seine Mutation ja irgendwie entstanden ist. Ich bin fasziniert von dieser Welt. Ich bin jetzt schon ein Fan von Yennefer und Ciri, obwohl ich die ja in den Kurzgeschichten nur so am Rande erlebt habe. Und ich bin begeistert. Und über Plötze müssen wir gegebenenfalls auch mal zu gegebener Zeit sprechen. Ich bin hin und weg. Und es gibt am Ende der letzten Folge einen wunderbaren Soundtrack. Irgendwas mit The White Wolf. The Way of the White Wolf. Ich weiß es gerade nicht mehr. Und auch diesen Song finde ich großartig. Aktuell gefühlt irgendwie nur auf YouTube. Ich konnte ihn auf Spotify noch nicht finden. Aber ich hatte wirklich Gänsehaut. Und für mich eine der Serien, die mich in diesem Jahr mehr als begeistert und überzeugt haben und wo ich mich freue, dass es auf jeden Fall noch eine 2. Staffel geben wird. Es gab jetzt in so manchen Rezensionen die Info, ja, wahrscheinlich tatsächlich so 5 Staffeln ist so das Höchstmaß wohl bei Netflix, wobei es sind ja irgendwie 7 oder 8 Bücher. Wer weiß, ne? wie man das irgendwie handhaben möchte. Und ich finde, dass das mit der ersten Staffel schon unfassbar gut gelungen ist. Aber ich glaube, genug geschwärmt. Ja, ansonsten habe ich weitergemacht mit Good Witch, auch auf Netflix. Hier habe ich mit der 2. Staffel begonnen und sie auch fast dann in dieser Woche beendet. Ich hatte noch 2, 3 Folgen am Ende, aber ich musste dann einfach The Witcher schauen. Und finde das jetzt aber nicht schlimm. Für mich geht's in Good Witch auf jeden Fall weiter. Und bin auch jetzt dann schon mit der 2. Staffel zu dem Zeitpunkt jetzt natürlich schon fertig und genieße hier so etwas dieses Wohligere auf jeden Fall auch sehr. Und was soll ich sagen? Es ist schon Wahnsinn, wie eine Serie da mitreißen kann. Aber gut. Ja, das war's Buch- und filmtechnisch. Jetzt ist es eigentlich ja nur an der Zeit, euch innerhalb der Bücherwoche einen guten Rutsch zu wünschen. Der ist ja dann Dienstag auf Mittwoch. Und euch da eine schöne Zeit zu wünschen, dass ihr Silvester einfach so feiert, wie es für euch am meisten Spaß macht, wie ihr da auch einfach so drauf seid und genießt es einfach. Es kommt an Silvester der Serienfilmerückblick. Also wer da Zeit und Lust hat, schaut da gerne vorbei. Und am Donnerstag dann der buchige Jahresrückblick ohne Highlights. Die gab es ja im Adventskalender. Ich werde es nicht müde zu erwähnen. Ja, ich wünsche euch jetzt aber natürlich ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, einen guten Rutsch am Dienstag und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.